Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Neuzugängen-Video für euch und zwar für den Monat Juni, wobei da auch zwei Bücher dabei sind, die ich gestern bekommen habe, also am 2. Juli, aber ich hole das jetzt einfach in den Juni dazu, weil ja, es ist einfach, eigentlich sind sogar drei Bücher. Und zwar, ich zeige euch das jetzt mal, ist das schon wieder eine ganze Menge. Und zwar ist das alles, ist das hier. Und ja, fangen wir mal an. Da ist diesmal auch nur ein Rezensionsexemplar dabei. Und ja. Und zwar haben wir hier erstmal was ist davon denn? Der erste Band. Ich glaube, das hier. Habe ich zwei Bücher geschenkt bekommen. Ich habe bei Avell bestellt. Und habe dann gesehen, dass es da eine Serie gibt, die meine Freundin ja, angefangen hat zu lesen. Und für 20 Euro alle Bände, alle vier Bände, statt irgendwas mit 60 Euro. Ja, das kommt hin. Und ja, da habe ich das halt für sie bestellt und sie sagt, ja, den ersten Band kannst du haben, den habe ich ja eh schon. Und da hat sie festgestellt, dass sie schon zwei Bände davon hat. Und jetzt habe ich halt natürlich beide Bände bekommen. Und das sozusagen kostenlos, ach, da steht sogar drauf, welches der erste Band ist. Und zwar ist das Wind und Blitz von Die Chroniken von Hara von Alexei Pechow. Ist das jetzt ein Russe oder ein... Ein Russe, ja. Pechow. Dann wahrscheinlich. Ich hatte ihr sogar mal den ersten Band hier geschenkt gehabt. Zu Weihnachten oder so. Und es hat sich da schon sehr gut angehört. Wenn, ja, einem geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul oder so. Von daher, ich mache mich doch mal ein bisschen größer. So. Von daher, ja, habe ich halt eben die zwei hier geschenkt bekommen. Und dann habe ich mir noch von Avell hier der Clan der Wildkatzen bestellt. Der kostet ursprünglich 15 Euro. Ich glaube, ich habe die Hälfte oder so bezahlt. Und das ist eingepackt. Ich finde das immer ziemlich cool, wenn irgendwas billiger ist und dann trotzdem hier so gut aussieht. Und die hier sehen ja auch super aus. Nirgendwo ein Kratzer, nirgendwo irgendwas. Nur halt eben unten die Kennzeichnung. Und ja, die sind einfach neu und haben jetzt die vier Bände, wie gesagt, 20 Euro gekostet statt rund 60. Sehr cool. Dann habe ich mir aus dem Teddy, war das, diese beiden Bücher gekauft. Ist auch eine Serie. Ich hoffe, es sind nur die beiden Bände. Die gab es für 2 Euro statt ursprünglich 10 Euro, also je 2 Euro. Und hat sich auch sehr gut angehört. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, es sind nur die beiden Bände. Und ich fand erstens die Cover sehr cool. Also das heißt Verräter der Magie und Gefangene der Magie von Rebecca Wild aus dem Ravensburger Verlag. Ja, ich fand die Cover sehr cool und ja, das hinten drauf hat sich auch ziemlich cool angehört. Und ja.
Also das hier ist aus, also die beiden sind aus dem Piper Verlag oder Piper oder wie auch immer. Und das aus dem CBJ. Das sieht man gar nicht so gut. Das ist übrigens der Clan der Wildkatzen von Nilanjana Roy. Hört sich auch irgendwie so russisch oder polnisch oder so an. Es ist natürlich auch gerade was für mich, so mit Katzen und so. Und ja. Wie siehst du denn? Wie ist denn? Für Timo. Jo. Sitzt da der Kater und miaut mich an. Dann habe ich mir noch aus dem Woolworth oder Woolworths oder ja. Krieg der Heiler gekauft. Für 3 Euro statt 12 irgendwas. Ich glaube sogar genau 12 Euro. Und meine Freundin sagte, die war ja gestern, also am Sonntag da, dass das der dritte Band ist. Und ja, es hat sich eigentlich so angehört wie, jetzt ja, von dem Klapptext her, dass das ein normaler Einzelband ist oder so. Ja, muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie den ersten Band, die ersten beiden Bände noch dazu bekomme. Das ist Krieg der Heiler von Shanice Hardy aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Da fand ich auch das. Na, das Cover sehr, sehr schön. Und es ist ja eigentlich so. Eine Katze versucht gerade auszubrechen. Ja, es ist eigentlich sowas mit einer Frau als Hauptcharakterin oder als Hauptcharakter. Das ist ja eigentlich nicht so mein Metier, aber es hat sich sehr gut angehört. Und dann haben wir noch Fjörga von Uschi Zietsch aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Hat auch 3 Euro gekostet, also 2,99 Euro von ursprünglich wahrscheinlich auch 12 Euro. Nein, 14 Euro sogar. 14 Euro. Hat sich auch sehr gut angehört. Und ja, ich fand auch das Cover sehr cool. Die hatten da. Oder die haben da im Moment ziemlich viele Bastei-Lübbe Bücher. Ja, und die sehen auch sehr gut aus. Nirgendwo ein Kratzer. Normalerweise hat man ja bei Woolworths oder gerade so bei Krabbeltischen immer irgendwo so ein. Ja, wo sie dann mit so, keine Ahnung, irgendwas da durchgehen, damit das halt auch als Mängelexemplar verkauft werden kann. Aber hier ist nicht mal ein Stempel drauf. Nirgendwo ein Kratzer, nirgendwo irgendwas. Bei dem hier auch nicht. Da fällt mir gerade auf. Bei denen hier auch nicht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch mein einziges Rezensionsexemplar. Genau. Das Ich-Ich bin ist genauso verrückt wie die Tatsache, dass du du bist. Aus dem Belz Verlag von Todd Hassack-Lowy bin ich auch gerade am Lesen. Ich bin etwa hier. Als erstes muss ich noch lesen. Das kommt am 18. Juli erst raus. Und bis dahin sollte ich auch das gelesen haben und rezensiert haben. Ich finde das Buch, also soweit wie ich es schon gelesen habe, sehr cool, sehr interessant, sehr gut gemacht, witzig gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, vielleicht ist das auch so, weil es eben ein Rezensionsexemplar ist, hier diesen Pappdeckel. Das ist nicht wie ein normales gebundenes Buch richtig eingebunden, also so wie das hier.
Moment, ich mach das mal. So. Es hat ja hier noch so ein Schutzding drum, wo das Cover halt drauf gedruckt ist. Und dann eben den Pappedeckel. Und das ist hier eben nicht. Hier ist einfach nur der Pappedeckel. Und ja, nicht geschützt. Von daher ist dann hier auch ein bisschen abgefranst. Ja, hier. Was man aber nicht verhindern kann, wenn man es, selbst wenn man es irgendwie nur irgendwo hinlegt, es eckt immer mal irgendwo an. Und das finde ich sehr schade. Ja, das Buch kostet oder wird 18,95 Euro kosten. Ist wie gesagt aus dem Belz Verlag und ein sehr interessanter Roman. Es waren jetzt 3, 6, 8 Bücher. Ich hebe die nochmal hoch. Oh. Moment. Hier die. Und ja. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem Neuzugängen-Video für den Monat Juli. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr weg. Und ja. Meine Katze flippt gerade total aus. Ich muss da gleich mal schauen. ja, also bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.